So, grüß Gott und willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Im heutigen Video wollen wir das Ventilspiel gemäß der Werkstattunterlage wieder frisch einstellen. In einem vorangegangenen Video haben wir ja die Ventilschaftdichtungen ausgewechselt. Einmal für die Einlass- und Auslassventile. Den Videolink blende ich euch jetzt oben ein. Und wenn man das erledigt hat, sollte man das Ventilspiel wieder frisch einstellen. Um das vernünftig machen zu können, brauchen wir einmal eine Blattlehre. Ja, das hat man ja im normal sortierte, gute Werkzeugbestand ja sowieso mit drin. Aber zusätzlich, damit das Einstellen noch einfacher funktioniert, brauche ich hier so ein gebogenes 17er Schlüssel oben mit einem 1/2 Zoll Aufnahme für die Ratsche, damit ich dann das Ventilspiel auch richtig einstellen kann. Ein Link zu diesem Schlüssel packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt nach dem Intro mit dem Einstellen des Ventilspiels, hier gezeigt am 6-Zylinder 280 SE. So, meine Zylinderkopfhaube habe ich jetzt abgenommen. Wie das genau funktioniert, findet ihr auch in dem Videolink, was ich vorher eingeblendet habe, wo wir die Ventilschachtdichtungen ausgewechselt haben. Da zeige ich nochmal ganz genau, wie man da Schritt für Schritt vorgeht. So, wir sehen jetzt auf unsere Nockenwelle, wir haben die Einlass- und Auslassventile. Hier beim 6-Zylinder M130 Motor sind die Auslassventile auf der linken Seite von der Nockenwelle und die Einlassventile auf der rechten Seite der Nockenwelle. Wenn ihr die Ventilschaftdichtungen frisch gewechselt habt, muss sich die Nockenwelle ein paar Mal drehen, damit sich das Spiel wieder vernünftig einstellt und dass man dann auch eine richtige Messung dann auch machen kann. Wenn ihr den Motor von Hand dreht, dann bitte unter an der Kurbelwelle und nicht hier an dieser Sechskantschraube von der Nockenwelle selber. Gemessen wird immer der Grundkreis der Nockenwelle zum Kipphebel, zum Schwinghebel, zu der Auflagefläche vom Schwinghebel. Ja. Das heißt, ich schaue, dass die Nocke so wie jetzt in dem Fall nach oben steht, wie bei diesem Auslassventil hier. Und dann kann ich hier zum Beispiel bei dem Schwinghebel schon mal gleich messen. Ich habe beim Sechszylinder für die Auslassventile ein Ventilspiel von 0,20 und für die Einlassventile ein Ventilspiel von 0,10. Das heißt, ich nehme jetzt meine Blattlehre, habe jetzt hier die 0,20 mm eingestellt und fahre dann hier mal dazwischen. Und wie man sieht, ist das jetzt hier für dieses Auslassventil, das zweite Auslassventil, ist das jetzt in Ordnung. Ich kann mit meiner Blattlehre gerade noch so durchfahren. So, jetzt schaue ich mir hier hinter das Auslassventil an. Da ist die Nocke jetzt auch hier oben. Und wenn ich jetzt hier meine Blattlehre versuche, hier anzusetzen, komme ich nicht weiter. Das heißt, hier das Ventilspiel ist in dem Fall zu gering und jetzt nehme ich meinen Schlüssel und muss jetzt hier auf der anderen Seite, habe ich die Einstellschraube, muss ich dann dem Ganze ein bisschen mehr Spiel geben. Das heißt, ich drehe jetzt quasi die Einstellschraube nach rechts wieder rein mit meinem Spezial 17er Schlüssel. Ja, rechtsrum geht die Schraube weiter rein, das heißt größeres Ventilspiel, linksrum kommt sie weiter raus und ich habe ein geringeres Ventilspiel. So, hier habe ich die Einstellschraube, um das Ganze machen zu können. Hier gegenüberliegend habe ich hier an dem Kipphebel mein Spiel nochmal gemessen. Jetzt können wir hier von dieser Seite nochmal reinfahren und schauen, ob ich hier das Gleiche habe. Nimm wieder meine 0,20 mm und schaue, ob sich das von dieser Seite gleich verhält. Ja, ich komme auch nicht ganz durch und deshalb stellen wir das jetzt hier minimal ein. Das heißt, man dreht nach rechts zum Einsteller ein bisschen rein.
So. Nehmen wir jetzt nochmal unsere Blattlehre und schaut, ob das jetzt schon gereicht hat. Ja. Diese circa Viertelumdrehung hat es hier schon gereicht, dass ich hier von meinem Auslassventil auf der linken Seite das vorgeschriebene Ventilspiel habe. So, und nach dem Prinzip mache ich meine Einlassventile hier auf dieser Seite, auf der rechten Seite und auf der anderen Seite meine 6 Auslassventile so durch und schaue mit meiner Blattlehre auf die Abstände überall so stimmt. Darauf zu achten aber, dass die Nockenspitze immer genau entgegengesetzt ist vom Kipphebel, vom Schwinghebel, von der Fläche, damit ich dann auch die Messung vernünftig durchführen kann. Bei den 8-Zylinder-Motoren müsst ihr davor das Hochspannungskabel noch ziehen von der Zündspule. Bei mir habe ich jetzt die Batterie schon ausgebaut hier in dem Fall, dann ist das alles kein Problem. Und wie gesagt, wenn ihr die Nockenwelle drehen müsst, und die müsst ihr auf jeden Fall, um alles durchprüfen zu können, ein paar Mal drehen, dann macht es bitte unter an der Kurbelwelle und wie gesagt nicht ober an der Sechskantschraube. So, jetzt sind wir auch schon wieder durch hier mit dem Einsteller vom Ventilspiel am 6-Zylinder M130 Motor, gezeigt hier am 280 SE. Die ganze Tabelle, die ganze Werte zum Einstellen des Ventilspiels blende ich euch jetzt im Abspann nochmal mit rein. Die Produkte, der Steckschlüssel und die Blattlehre findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, und dann hoffe ich, das Video war informativ für euch, ihr konntet was mitnehmen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mich würde es wahnsinnig freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao.